Ja, und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einem weiteren Part von Let's Play Tiny Tina's Wonderlands oder auch TTV genannt, hier auf der Xbox Series X. Und bevor wir jetzt weitermachen hier in der Hauptstory, wollte ich nochmal ganz kurz was zeigen. Und zwar habe ich nämlich offscreen einmal ganz kurz die kleine Pause genutzt, um halt zum einen natürlich ein bisschen zu trinken. Ja, also das ist jetzt schon die vierte Folge nacheinander, die ich aufnehme. Und zum anderen habe ich jetzt tatsächlich mal die Pistole gewechselt. Und zwar habe ich jetzt die Reißzwecke des Kompasses ausgestattet. Ich hatte mich ja zunächst da in der letzten Folge darüber gefreut, boah, ey, die richtet aber ganz schön viel Schaden an. Und eigentlich ist sie ja an sich so ganz gut, ne? Bis ich gemerkt habe, das Ding hat nur einen Schuss pro Magazin. Und naja, okay, es ist ein bisschen kritisch. Also, man hat sich, glaube ich, ein bisschen zu früh gefreut. Aber naja, nichtsdestotrotz. Möchte mal gerne diese Waffe mal ausprobieren. Mal gucken, vielleicht ist sie ja doch sehr, sehr gut. Ich weiß es ja nicht. Muss man ja, wie gesagt, ausprobieren. Und wenn das nicht passen sollte oder wenn sie halt wirklich extrem schlecht sein soll, dann wechseln wir wieder zurück auf den einen, was wir davor hatten. Ich glaube, ich hatte da den 26er, falls es mich nicht täuscht. Schuna, wobei, das hatten wir dann nachher bekommen. Nee, ich glaube, wir dürften Daumenfluch der Spitze gehabt haben. Ich glaube, die Waffe dürften wir gehabt haben. Ach, eines von denen dürften wir gehabt haben. Meine Güte, jetzt habe ich die tolle Einschusswaffe mitgebracht. Ich hoffe, die ist auch ganz gut. Wir wurden ja weichgespült. Hier auf der schönen aus der schönen Pepsi-Dose. Was steht denn da eigentlich überhaupt drauf? Aliwata. Okay. Nee, wir machen weiter. Wir haben ja immer noch die Nebenquest noch nicht ganz abgeschlossen. Weil wir ja noch die Schreinteile finden mussten, was wir jetzt auch getan haben. Und jetzt müssen wir mit Messerstecher sprechen. Berserker und Messerstecher passen doch sehr, sehr gut zusammen. Und wie Sie sehen, sehen Sie, dass der... Wenn du ihren Schrein wiederherstellst, wird dich Monete zweifellos mit fabulösem Reichtum bedenken. Wieso... Also, ich sag es mal so, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Also, irgendwas stimmt hier in meinen Augen überhaupt nicht. Also, erst einmal, warum wurde der rücklings von einer Stechnadel durchgestochen? Und das zweite ist sowieso, warum heißt der Messerstecher? Wo er auch immer erzählt hat, ja, pass auf, dass ich dich nicht zufällig hinter deinem Rücken einstechen werde. Ne? Ich habe meine Klinge hier gewetscht und so. Warum? Ich meine, wenn ich jetzt mit ihm spreche, dann wird er wahrscheinlich gleich aufstehen und sich so denken, yo, jetzt habe ich dich. Jetzt ist Ende hier, ne? Stich dich ab. sollen wir mal mit ihm sprechen oder sollen wir lieber erst... Dieser Schrein ist der Göttin Monete geweiht, der Schutzheiligen des Bargeldes. Ah, okay. Anscheinend kriegen wir also hier richtig viel Kohle. Aber ich glaube... Wir sprechen mal mit ihm, oder? Damit habe ich nicht gerechnet. Vielleicht hat er sich selbst erstochen? Geheimnisse wie diese gibt es haufenweise im Universum. Egal. Sobald der Schrein komplett ist, könnt ihr die Belohnung ganz allein für euch haben. Hä? Warum? Also ich habe mich schon auf den Bosskampf mit ihm gefreut, aber warum? Ich habe ja jetzt prinzipiell nichts dagegen. Also ich nehme die gesamte Belohnung gerne an mich. Warum habe ich gleich das Gefühl, wenn ich den Schrein hier benutze, dass der gleich wieder aufersteht? Monete, die Schutzheilige des Bargeldes, ist deinen Tischchen und Geldbeutelchen gewogen. Wir haben nur 125 Gold bekommen. Das ist ja viel weniger, als wir für den Abschluss dieser Nebenquest bekommen haben. Wow. Okay, der scheint wirklich
verstorben zu sein. Wer soll mich mal retten? Ja. Das hat sich ja so gelohnt. Yay. Gott, das hätte ich mir auch eigentlich alles komplett sparen können. Wisst ihr das? Naja. So, gucken wir erstmal auf die Karte. Nur mal sicher zu gehen, dass wir alles hier durchgeackert haben. Das ist ein Wegpunkt? Nee. Okay, scheint da, glaube ich, irgendwo ein Wegpunkt zu sein. Genau, da ging es raus. Und wir müssten hier in die Richtung weitergehen. Oh, aber da setzt sich der gesamte Weg hier noch fort. Also, ja, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gehen mal den Weg weiter. Ich glaube, wir sind hier schon mal komplett durchgelaufen, ne? Ja, ich glaube, das sieht danach aus. Also, da brauchen wir jetzt nicht unbedingt gehen. Also, hier unbedingt loszugehen. Aber hier müssten wir einmal noch hier die gesamte Strecke einmal kurz ablaufen. Oder abklappern, besser gesagt. Ja, schön, dass ich habe den Schrein von Monete gemacht und hier die Gunst der Götter erlangt. Ja, das ist gut. Das braucht man mir jetzt irgendwie nicht noch 3-4 Mal zu wiederholen. So. Okay. Ach nee, stimmt. Da kommen wir ja nicht mehr weiter. Diese edle, stolze Brücke vor dir würde dir den Übertritt gewähren. Gäbest du ihr einen kleinen Schubs? Ach, stimmt. Das Thema hatten wir. Nee, dann ist ja komplett sinnlos. Alles klar. Hä? Also schon wieder eine Schriftrolle? Aber die hatten wir doch schon. Ihre funkelnde Majestät, Königin Arschgaul, hat die Wonderlands lange mit der Seelenmagie beschützt, mit der sie das Land selbst tränkte. So eine wichtige Aufgabe erfordert einen angemessenen Schutz, wie die schrecklichen Vorkommnisse in der Drachenfeste gezeigt haben. Und so suchte die Königin sich eine neue, ummauerte Stadt, um ihr Reich zu regieren. Prachthof, der Sitz des Adamant-Throns. Na komm, legen wir uns mal mit dem Mann. Ich meine, müssen wir jetzt zwar nicht unbedingt machen, aber komm. Einen Kampf nehmen wir mal mit. Weil vielleicht kriegen wir auch irgendwie gute Gegenstände. Sollten eigentlich, glaube ich, machbare Gegner sein. Im Normalfall. Was? Oh, okay. Okay, ich glaube, wir sollten mal... Warnschüsse sind nicht mein Ding. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen ernster machen, weil die scheinen, glaube ich, gut auf Kriegsfuß jetzt zu sein. So. Okay. Hallo? Was war das denn? Autsch. Ja, du kannst mich nicht von hinten überraschen. Wenn, dann mache ich das, nicht du. Ey, die Waffe auch die ganze Zeit hier mit Granaten um sich, ne? Okay. Wie viele Gegner sind da noch? Da ist noch einer. So. Ha, ein grüner Gegenstand, den nehme ich. Hat sich ja jetzt schon gelohnt. Wow, also... Wieso bin ich fast tot? Hä, wie konnte es sein, dass ich irgendwie urplötzlich so viel Leben auf einmal verloren habe? Hä? Was
Wer ich keine ernstzunehmende Gegner hier. Und diesmal ist das ein roter Würfel. Ach, den hatten wir schon davor so gehabt. Upsala, Entschuldigung. Ist mir gerade was hochgekommen. Das finde ich aber voll rotzfrech hier, ne? Und ich glaube, wir wechseln mal kurz hier die Waffe zurück, weil die ist ja wirklich absoluter Müll. Das ist jetzt die Frage. Ich hatte, glaube ich, die hier gehabt, die Dornfluch, genau. Weil die könnte zumindest für uns Giftschaden verursachen. Also eigentlich ist die Waffe prinzipiell besser. Ich meine, auf den einen Schadenspunkt kann man ja verzichten. Und Nachladezeit ist auch ein Tickchen höher. Aber dafür haben wir ja mehr Schusswaffenschaden und naja, ne, wir richten auch Giftschaden an. Also von daher, glaube ich, nehmen wir mal die Waffe, weil dann haben wir zumindest schon mal Elementarschaden. Was ist das für eine Klinge? Flachklinge des Betäubers? Okay. Aber ja, für eine Flachklinge, ne? Ja. Ja. Ich würde das gerne als Müll markieren. Zack. Und dann haben wir noch ein Siegel bekommen. Ja gut, die kann man eigentlich nur verkaufen. Alles klar. So, ja. Habe ich irgendwas vergessen oder nicht? Das ist mir aber wirklich ein Rätsel. Also wie kann es sein, dass ich ab und an wirklich immer so viel Schaden kassiere bei bestimmten Gegnern? Das verstehe ich nicht. Insbesondere, wenn ich hier halt versucht habe, sie zu erledigen. Und ich dann urplötzlich fast gestorben bin, aus welchem Grund auch immer. Das raffe ich manchmal nicht. Ja, okay, dich nehme ich jetzt mal nicht. Bam. Okay, ein grüner Siegel. Grünes. Noch eine grüne Waffe. Was ist das denn? Karma des Untergangs. Können wir nehmen. Richter des Rausches können wir nehmen. Na komm, nehmen wir mal alles hier. So, und dann haben wir alles, ne? Oh, können wir ja zurückkehren. Ja, okay. Hat sich eigentlich nur bedingt gelohnt, bin ich ganz ehrlich. Das hat sich nur hier bedingt gelohnt. Dann gehen wir mal kurz in den Ausblick, um da mal ein bisschen wieder zu verkaufen. Hallöchen! Das ist nichts als Beiwerk auf meinem Weg zum Ruhm. Hallo? Du sollst dich hier nicht so... Ach, okay, da ist die Vespa jetzt. Na, du wechselst ja auch immer deinen Platz, ne? Jetzt schön am Lagerfeuer hier... Wahrscheinlich, was ist das? Ein Eintopf? Gulasch? Gönn dir. So. Ja, verkaufen wir erstmal die paar Sachen. Ich frage mich, ey, also, ich frage mich, woher bekommt man eigentlich die Seelen? Muss man die sich irgendwo freispielen oder kann man sich die kaufen oder wie funktioniert das? Ich frage mich wirklich. Ich hätte schon gerne nochmal so ein Los. Weil vielleicht kriegen wir ja nochmal so eine mega geile Waffe. So, füllen wir einmal ganz kurz auf. Da will ich nicht hin, sondern ich möchte gerne... Gerne... Ja, hier. Erstmal den Schrott hier verkaufen. Und dann möchte ich hier mal kurz gucken. Ja. Nessel des Fischadlers. Okay, ich glaube, eine Nessel haben wir ja schon. Nessel der Himmel und einmal Nessel des Fischadlers. Okay, die Waffe ist eigentlich deutlich schlechter als die hier. Dann verkaufen wir die auch direkt. Oh, danke, dass du es mir bestätigt hast, toller Automat. Danke. Ich hätte selber nicht drauf kommen können, dass es Schrott war. Karma des Quetschers. Ah, 19 Punkte ist aber nicht viel, ne? Muss ich einmal kurz mir überlegen. Wir haben ja schon, glaube ich, Rausch. Ja, nee, weiß ich ja auch nicht. Aber ich weiß zumindest, dass die Sachen hier schlecht sind. So,
Der Siegel ist hier ein Tickchen besser. Aber der hat nicht so viele Statuseffekte und richtet dann nur einen Schaden mehr an. Hat aber eine höhere Abklingzeit. Also eigentlich ist sie prinzipiell sogar schlechter. Ja, komm. Das können wir auch verkaufen. So. Karma des Untergangs. Der hat sogar 6 Effekte hier. Oh, Moment. Wir haben hier irgendwas mit Erzmagier. Nahkampfangriffe regenerieren 2,8% deiner Zauberabklingzeiten. Alles klar. Aber hier hätten wir, glaube ich, noch was zu... Trefferchance, ne? Ne, Statuseffekt. Also ist, glaube ich, eine bessere Version von dem, was wir jetzt schon ohnehin hier haben. Ja. Ja gut, mehr kann ich jetzt auch erstmal nicht verkaufen, also... Und wir sammeln aber auch fleißig Gold, also bisher haben wir jetzt auch keine großen Nutzen. Um jemanden drin zu haben. Jo. Wir können... Ach komm. Gehen wir mal wieder zu Fuß zurück. Also, ihr Geister und Vespar. Na? Also, man sieht sich und so. Okay, jetzt wieder hier zurück nach oben, hä? So, machen jetzt mal nochmal ein bisschen Haupt... Story weiter. So. Weil dann dürfen wir auch eigentlich jetzt erstmal alles erkundet haben, was wir erkunden konnten. Mehr haben wir ja jetzt erstmal nicht, ne? Genau. So, gehen wir mal weiter. Also ich hätte jetzt wirklich die Hoffnung gehabt, dass der uns irgendwie die ganze Zeit Gold in den Arsch schiebt, aber nö. Das tut er auch nicht. Also das ist ein bisschen enttäuschend hier, die Belohnung. Das muss ich ganz klar sagen. Finde ich ein bisschen... Also, ich sag's mal so, es ist eigentlich eher ernüchternd als enttäuschend. Also mehr ernüchternd als enttäuschend, aber enttäuschend ist es ja trotzdem. So, erreiche Prachthof. So, jetzt wollen wir aber mal hin. Hier, zack, 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 zack. Hier, schnell, schnell, schnell. Da haben wir nochmal ein bisschen was. Dann können wir noch ein bisschen was aufheben. Hier und da. So, da haben wir nochmal eine Brücke. Da kommen wir nicht durch. Hier können wir theoretisch hoch. Da haben wir nochmal die 100.000ste Schriftrolle. Die uns aber jetzt eigentlich überhaupt nicht interessiert. So, wir machen mal weiter. Und zwar gehen wir Richtung Tor der Königin. Und da scheint erstmal eine richtig kranke Party abzugehen. So. Guck mal, was uns da jetzt erwartet. Vielleicht haut uns ja Tina mal wieder um die Ohren. Mit irgendwelchen Geschichten. Nee, tatsächlich nicht. Okay. Breiche Prachthof. Alles klar. Es geht sogar weiter. Okay, die Map ist ja... groß, diesmal. Alles klar. Neuling, keine Hallo? Sorge. Die Trottel am Tisch können mich nicht hören. Hä? Hier unten sind nur wir. Hey, ich weiß, dass ich der Schurke bin, aber ich wollte dir trotzdem Glück für deine Quest wünschen. Nicht, dass du Glück bräuchtest. Hab ich recht? Schließlich bist du der Schicksalsbringer. Dragonlord, was ist denn los mit dir? Also, danke, nett von dir. Warum auch immer. Muss ich mich jetzt nicht ganz hinterfragen, oder? Oh, manchmal mir gerade schon Sorgen wegen meinem Inventar gleich. Oh, da haben wir ein paar Händler. Das passt doch ganz gut. Können wir vielleicht noch die eine oder andere Sache verkaufen? Weil das Problem ist, ich kann ja eigentlich jetzt nichts verkaufen, weil ich ja eigentlich ja schon alles habe. Und das ist, also alles Wichtige verkauft habe. Das ist eigentlich extrem schlecht. Aber gucken wir mal. Ja.
Also wir haben ja noch 6 Plätze frei. Ich glaube, wir können es uns erstmal noch mal leisten, die Sachen hier zu behalten. Ja, gucken wir mal. So, ein paar Kisten. Da hinten ist nichts, wa? Ich auch glatt hier mir denken könnte, dass da vielleicht irgendwie Glückswürfel versteckt wäre. Aber wäre auch, glaube ich, zu einfach, ne? Hätte ich ja auch gesagt. Ja, ja. So. Okay. Also der linke Weg führt uns ja eigentlich dorthin. Aber, jawohl, ist ja eigentlich egal, welchen Weg wir gehen. Dann würde ich sagen, gehen wir den Weg. Vor euch ragen die mächtigen Mauern von Prachthof empor. Ihr seid jedoch nicht die einzigen Neuankömmlinge. Was soll das heißen? Hä? Skelettschiffe! Ja, hey, ja, wir sind hier. Tina, das war jetzt nicht Teil der Abmachung, ne? Wenn ich jetzt der Bunkermaster wäre, ne? Ich hätte das alles hier abgeschafft. Oder Cheese angewendet. Wenn, dann spielen wir nach meinen Regeln. Ja, was für ein Zufall, dass sie da jetzt irgendwie sich dazu entschied, jetzt so... Wie soll ich denn da bitte gegen diese... Ja! Ja, wir können die eigentlich jetzt nur die ganze Zeit verfolgen, ne? Schön macht ihr das, Jungs. Ja, belagert die Stadt, belagert das Schloss hier und, na? Ist das hier ein Loop? Oder? Okay, hier haben wir einen Spawnpunkt. Okay. Wow. Jawohl, da, auf der anderen Seite ist ein Glückswürfel. Och, wer hätte das gedacht, dass die Brücke hier vor uns gesprengt wurde? Wer hätte das gedacht? Hallo, ey, das ist jetzt unfair, der Kampf. Also... Hey, hallo, das ist jetzt nicht fair, ja? Ihr bekämpft mich von unten. Das finde ich scheiße. Auf der anderen Seite sind das ja nur Skelette. Also die machen wir ja eigentlich wieder easy vielleicht fertig. So. Probieren wir es mal wieder mit unserer tollen Schusswaffe. Ja, du musst mich aber auch treffen können, ne? Ja, ich lach sehr gerne in dir. Jetzt auch noch Frauen? Also langsam wird's mir echt hier viel zu wild hier. Langsam wird es mir aber echt hier zu wild. Oh, das Level 5 ist gar kein gutes Zeichen. Ich wette, du wärst vorhin lieber weggerannt. Egal, wie viel Schaden ihr mir verursacht, ich bin mächtiger als ihr. Also, ich finde die Vampirklinge so geil. So, ja, ich dachte, hier kommt was, aber das tut das nicht. Ja. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter hier. Da ist noch eine Truhe. Wow, und soll ich jetzt vor dir zittern oder was? Ist auch hier wieder viele Früchte. Ein Glückswürfel. Na komm, nehmen wir uns erstmal das Glückswürfel auf. Den Glückswürfel. Oh! Ja, das ist schön. Das nehme ich mir. Alles. Sehr schön. So,
Okay, Jungs, wir können weiterkämpfen. Hallo, also, das wird vorbei sein, bevor du es bereuen. Also, ihr könnt alles mit mir machen, aber bloß nicht entbein. Ey, Jungs. Oh, jetzt kommt ja auch noch mal Skelettmagier. Oh, das ist schon mal eine krasse Steigerung. Oh, oh, oh. Okay. Übertreibt mich. Übertreibt nicht, Jungs. Sperrgebiet. Was denn Sperrgebiet? Das ist doch kein Sperrgebiet. Ich wollte doch nur Gesundheit wieder haben. So. Naja gut, ich schieße aber immer noch nicht mit meiner Schotti. Also von daher eigentlich. Auf Pech oder die falsche Entscheidung. Du bist trotzdem tot. So muss das. Hallo? Okay. Ey, was immer teilweise für komische Sprüche kloppen, ne? Okay, let's go. Wow, das ist ja selbst. Oh, oh, das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt schlecht. Ich glaube, wir werden sterben. Ja, wir werden sterben. Super, das ist unser erster Tod. Von einem, der Suizid begangen hat. Das kannst du dir eigentlich nicht geben, ne? Wo mache ich eigentlich wieder? Aber man verliert ja so gut das sowieso. War cool. Versuch's nochmal. Wie er lebt und lebt. Also ich. Okay. Ja, super. Cool. Ich habe Selbstmord begangen. Nee, habe ich eigentlich nicht. Jemand hat sich für die Skelettmannschaft geopfert. Ja, so muss das. Ich rede auch nur Stutz, ne? Was haben wir hier nochmal? Hacke des Untergangs. Siegel. Ja, ich versuche jetzt tatsächlich nur noch farbige Gegenstände möglichst aufzuheben. Außer... Yo, was geht hier ab? Ja, und ich bin knochenschwer. Also, so fleischschwer, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. So, ihr wolltet jetzt nicht anders. Jetzt machen wir mal ein bisschen ernst hier. Also, jetzt habe ich... Also, bisher habe ich nur die ganze Zeit gespielt, ne? Jetzt... Wollen wir mal ein bisschen... Ah. Der hat gut Schaden bekommen. Tschüss. Level 5. Sehr gut. Bereit zum Zaubern. Das kommt davon. Okay, ich muss es aber mal echt ein bisschen actionreich hier machen. Das ist eigentlich ziemlich schlecht, aber... Oh, Bettes! So. Die Skelettegerie sprengt ein Loch in die Barriere. Die Verteidigungen sind durchbrochen. Aha. Jetzt auf einmal, ja, ja. Du mich auch, Tina. Du mich auch. Aber jetzt?
Also, dass die da mit Skelettmagier jetzt umherkommen, ist schon ein bisschen abartig gerade. Das ist wirklich ein bisschen abartig. So. Oh, jetzt haben wir aber ein bisschen Ruhe hier. Das war aber ganz schön ein bisschen wild hier, die Aktion. So, Eidolon, okay. Hm. Was haben wir hier? Ja, Gesundheit, hier und da. So, was ist das denn? Clownbringer, Rüstung der Absicht? Sporenhüter, Leder der Beschleunigung. What the hell? What? Man kann doch also Rüstung bekommen. Moment. Also das, da bin ich jetzt... Moment mal, können wir eigentlich theoretisch jetzt die Sporenrüstung auch anbringen? Ja, Tatsache. Aha. Das ist ja auch mal interessant. Kritische Zaubertrefferchance oder... Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, ich glaube, wir gehen mal mit Zauberchance. Das ist eigentlich ganz solide so. Solide so. Genau. Diese gute Deutsch hier. Okay. Wir haben ja hier nochmal eine Truhe. Magia. Oh. Okay, das Buch sieht da ganz schön mächtig aus. So. Da ist nochmal eine Truhe. Die Tresore, die haben wir schon aufgemacht. Ja, und da stirbt die gesamte Skelett-Armee noch rum. Ey, seid ihr auch mal irgendwann fertig? Also, wie viel seid ihr denn so? 100.000 oder... Ja, das ist eine ordnungsgemäße Zahl hier. Anzahl, ja. Ne, ich möchte ja jetzt kein Beispiel nennen, aber... Okay. So, wie gesagt, wir haben jetzt ein bisschen Ruhe. Erstmal nochmal hier und da ein bisschen erkunden. Ja, nicht, dass wir da irgendwie einen Glückswürfel vergessen. Oder irgendeinen anderen Gegenstand, was wir einsammeln können. Ja, ist noch ein Buch. Aber, was kann der? Ach, komm. Ja, die Bücher noch mit. Jetzt haben wir wahrscheinlich keinen Platz mehr im Inventar. Aber ist nicht wild. Ich bin ja ein Experte darin, hier Gegenstände gut zu... Ah, da ist ja was. Oh, eine blaue Klinge. Hohoho. Aber ich habe keinen Platz mehr. Ich habe keinen Platz mehr. Ja, wer hätte das gedacht hier? 17 mal 4. Wir haben das mal 4. Alles klar. Okay, werfen wir die mal weg. Dann gehen wir mal die blaue Klinge. So. Ja, die nehme ich mir auch gerne. Geh zurück ins Spiel. Ja, okay. Ich wollte doch nur mal gucken, ob da ein Glückswürfel ist. Das musst du mir doch jetzt nicht schaden hier. Mann, ich will doch nicht cheaten, Mensch. Tina, hab mal ein bisschen Vertrauen in mir. Mann. Die ist aber auch ganz schön gemein, ne? So, ich glaube, wir haben hier eigentlich jetzt erstmal alles Wichtige soweit erkundet. Okay, ich glaube, da oben kommt man hin. Kann das sein? Ach ja, wir können ja jetzt einen Punkt investieren. Ja. Das kann ich halt machen. Okay, ich würde... Schutzkapazität vielleicht nochmal erhöhen. Aber wir können auch Bonus Feuerschaden, Bonus Blitzschaden machen.
Ja, ich mache das immer mit dem Schild, einfach aus dem Grund, weil ich ja leider keine Feuerwaffe habe, beziehungsweise noch keine Donnerwaffe. Weil eigentlich können wir Eid des Feuers nehmen. Ich glaube, ich hätte es noch nehmen können. So. Achso. Und dann noch einen Heldenpunkt, genau. Heldenpunkt. Wir machen kritische Trefferchance. Also wir gehen mal plus 1 auf Geschicklichkeit. Da muss ich nicht viel machen. So. Weiter geht's. Also wir haben ja jetzt schon ein bisschen Überlänge. Ihr seht eine einsame Gestalt, die alleine gegen die endlosen Horden von Skeletten ankämpft. Ja, und was ist denn jetzt los? Eine Rüstung trägt Katze aus hunderten Schlachten, doch seine Ehre ist unversehrt. Es ist Paladin Mike! Okay. Ah, das ist Verbündeter. Hey, du, Zivilist, hierher. Sprich mit Paladin Mike. Okay, da haben wir auch einen Spawnpunkt. Das ist sehr, sehr schön. Weil dann kann ich ja hier jetzt die Folge beenden. Ah, und damit die Musik jetzt nicht die ganze Zeit hier ertönt, machen wir das mal auf die Art und Weise. Ja, es war jetzt semi-erfolgreich, wir sind jetzt das erste Mal gestorben, wobei eigentlich uns großartig gejuckt hat das ja jetzt auch nicht, also es hat uns ja nur 150 Gold gekostet, also können wir eigentlich im Endeffekt so oft sterben, wie wir wollen. Ne? Passiert mal. Gut, war jetzt ein bisschen übereifrig von meiner Seite, aber ne? Ich hoffe, ihr verzeiht es mir an dieser Stelle. Ja, aber nichtsdestotrotz war es das mit der Ausgabe von Let's Play Tiny Tina's Wonderlands. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über eine Bewertung dieses Videos freuen, sei es über einen Daumen nach oben oder einen Kommentar auf dieses Video. Genauso könnt ihr auch wie immer Feedback dalassen, solange es auf konstruktiver Basis ist. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein!